Herzing ein ganz besonderer historischer Tag und wir haben soeben eine bewegende Stunde hinter uns. Das Originalmammut vom Vogelherd ist nach vielen Jahren wieder zurückgekommen, dort wo es vor 40.000 Jahren geschaffen wurde, wo es Jahrtausende geruht hat, und das war wichtig, wieder zurück zur Heimat. Das war ein großer Augenblick für Niederstotzingen. Kaum einer hatte ja je damit gerechnet, dass das Mammutle, das 40.000 Jahre alte Kunstwerk aus der Vogelherdhöhle, jemals in Niederstotzingen dauerhaft im Original zu sehen sein würde. Dieses vermutlich älteste Kunstwerk der Menschheit auf der Ostalb war 2006 bei einer Grabung am Vogelherd gefunden worden. Die Heimkehr des Mammuts war ein großer Augenblick am 26. April Anno Domini 2013. Manchen standen die Tränen der Freude in den Augen, gerade so, als würde ihnen ein Spielzeug aus längst vergangenen Kindertagen wiedergegeben. Ja, man konnte sich beinahe nicht genug satt sehen. Das Mammut und das Fragment einer Höhlenlöwenfigur liegen jetzt in der Schatzkammer des Archäoparks. Wohl verwahrt hinter Panzerglas und Alarm gesichert. Beide Originalfundstücke waren zuletzt in Rastatt für die Reise nach Niederstotzingen verpackt und entsprechend versichert worden. Wo er bei der Eiszeitkunstförderverein ja mit ins Leben gerufen wurde, natürlich seinem Vereinszweck der Förderung der Eiszeitkunst im Lohnetachtal insgesamt gerecht zu werden und im Speziellen dann auch dieses zu erwartende Defizit für die Stadt zu minimieren. Und die Niederstotzinger Feuerwehr? Die trat mit 20 Mann unter ihrem Kommandanten Thomas Walter an und geleitete ein großes, stählernes Mammutgerippe an seinen eigentlichen Standort im Park, der am 30. April feierlich eingeweiht wird. Dieses Kunstwerk wiegt immerhin 840 Kilogramm. Ein ausgewachsenes Mammut würde mindestens eine Tonne Gewicht auf die Waage bringen. Und ob die Waage so einen Koloss überhaupt aushält?